Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Es ist ein ganz besonderes Video, denn ich kann ein Jubiläum feiern. Mein Tesla hat 60.000 Kilometer drauf und das viel schneller als ich dachte. Heute geht es um einen kleinen Rückblick: Verbrauch, Ladung, Kosten, Akkudegradation, und ich habe euch auf Instagram nach vielen Fragen gefragt, die in diesem Video heute beantwortet werden. Was vielleicht ein bisschen typisch ist für mich, das Auto ist nicht rausgeputzt zu seinem Jubiläum, sondern sieht halt aus wie immer. Ich bin der, der sein Auto benutzt, und leider sieht es auch entsprechend aus heute. Auch zum 60.000. Kilometer Jubiläum dreckig wie eh und je. Hier mal wieder der Oskar beim veganen Burgeressen. Ja, der Oskar ist natürlich mitverantwortlich dafür, dass es dieses Auto überhaupt gibt. Der hat mich so ein bisschen auf die Idee gebracht. Und das Ganze ist nämlich im Juni 2019 passiert. Da haben wir uns dieses Model 3 angeschafft. Und zwar handelt es sich dabei um das Long Range mit Rear Wheel Drive. Also große Batterie, aber nur einen Motor. Ich habe ihn ja als Geschäftswagen gekauft. Das heißt, er hat 51.680 Euro gekostet. Ich konnte die Mehrwertsteuer von 8.251,43 Euro abziehen. Das heißt, der Preis ohne Mehrwertsteuer betrug 43.428,57 Euro. Damals gab es einen Umweltbonus von 2.000 Euro schon abgezogen von Tesla. Nochmal 2.000 vom Staat. Also hat er 41.428,00 Euro gekostet. Davon habe ich 11.000 direkt bezahlt und 30.000 über ein Darlehen finanziert. Als Geschäftsauto habe ich die Mehrwertsteuer eben wieder zurückbekommen und kann auch die Raten von monatlich 530 Euro absetzen. Der Sollzinssatz beträgt 2,51% per anno. Und ja, wenn das so weitergeht, sollte ich das Ganze im Juni 2024 abbezahlt haben. Die Abholung war natürlich selber schon eine große Geschichte. Wir haben damals den Oskar reingelegt und haben ihm nicht gesagt, dass wir ein Model 3 holen. Das war einer der größten Spaße, die wir gehabt haben in der ganzen Zeit. Da gibt es ein Video da oben, ich glaube auf seinem Kanal. Das verlinke ich euch mal da oben. Schaut euch das mal an, das lohnt sich wirklich. Ich hatte mir vorher ausführlicher ausgerechnet, auch in einem Video, ob ich lieber ein Skoda Octavia kaufen soll oder ein Model 3 und was sich mehr lohnt. Und hatte da alle möglichen Berechnungen angestellt. Ich sag's gleich, diese Berechnungen haben alle nicht gestimmt, weil die Voraussetzungen sich alle geändert haben. Die einen in diese Richtung, die andere in diese Richtung, und auch darum soll es im heutigen Video gehen. Eine Grundannahme, die völlig falsch war, war zum Beispiel, dass ich 18.000 Kilometer im Jahr fahren würde. Jetzt habe ich 60.000 Kilometer und wir haben erst ein Jahr und 9 Monate rum. Das heißt, durch die unterschiedlichsten Umstände, zum Beispiel Corona, wo man statt zu fliegen, statt Bahn zu fahren, viel mehr Auto gefahren ist, durch private Geschichten, wo ich sehr, sehr viel zwischen Berlin und Konstanz unterwegs war, hat sich die Kilometerleistung enorm erhöht. Sicherlich auch, weil es so viel Spaß macht, mit dem Model 3 zu fahren. Die zweite Grundannahme, die ich nicht wissen konnte, ist, dass meine Kosten zum Beispiel für zusätzliche Dinge wie Wallbox oder weitere Ausstattungsteile praktisch null sind, weil ich durch meine Tätigkeit hier als YouTuber einige Sachen umsonst bekommen habe. Ich habe einige nützliche Features hier an dem Auto ergänzen können und habe eine kostenlose Wallbox bekommen, damals auch von Hardy Barth, die ich ja auch im letzten Video nochmal gezeigt habe zum Thema Überschussladen. Was das Laden insgesamt betrifft, hatte ich mich auch ziemlich getäuscht, denn ich habe über einen großen Zeitraum viel weniger von meiner PV-Anlage laden können, als ich dachte, denn ich war relativ viel gar nicht zu Hause. Auf der anderen Seite habe ich viel weniger für Supercharger gezahlt, als ich dachte, weil ich habe 1, 2, 3 Mal am Anfang meinen Referral-Code erwähnt, und das hat dazu geführt, dass ich, glaube ich, Stand heute noch 122.000 Kilometer Supercharger frei habe. Das heißt, ich habe im Grunde auf den ganzen langen Fahrten nichts für den Supercharger bezahlt. Ich zeige euch gleich noch auf meiner Tronity-App die genauen Auswertungen zum Thema Laden und so weiter. Aber vielleicht erstmal ein paar von den Fragen, die ihr auf Instagram an mich gestellt habt. Zum Beispiel fragt Legor663, ist was kaputt gegangen? Oskar, ist was kaputt gegangen? Ich glaube eigentlich nicht. Also wir haben ein paar Kratzer, weil unsere Einfahrt sehr eng ist. Aber kaputt gegangen in dem Sinne eigentlich nichts. Dominik fragt, was wäre gewesen, wenn du einen Unfall in Konstanz gehabt hättest? Service Center, das ist eben tatsächlich ein Problem, und ich bin froh, dass nie was passiert ist, denn ich hätte tatsächlich nach Stuttgart fahren müssen, oder in Winterthur und St. Gallen sind natürlich auch Service Center, aber da ist der Nachteil, dass die in der Schweiz mir keinen Leihwagen zur Verfügung stellen können, um nach Deutschland zu fahren. Das heißt, da hätte ich dann ohne Auto irgendwie wieder heimkommen müssen. Also da bin ich sehr froh, dass nichts passiert ist, sonst führt mich der Weg nach München oder Stuttgart.
Paul BXX fragt, wie viel für Supercharging bezahlt? Ja, die Antwort ist tatsächlich, ich glaube, ich habe beim allerersten Mal 12 Euro mal für den Weg von Stuttgart nach Hause bezahlt und das war's. Ich habe sonst nie mehr was für Supercharging bezahlt. Aber ich habe euch zum Laden ein bisschen was ausgerechnet und zwar vom letzten Jahr. Das konnte ich nämlich in der Tronity App sehr gut nachvollziehen. Die trackt eben alle Daten vom Tesla und ich kann sie auswerten. Und ich hatte eben im letzten Jahr 7.969 Kilowattstunden Gesamtladung und 33.591 Kilometer. Das heißt, wir haben hier einen effektiven Verbrauch von 23,78 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Jetzt fragt ihr euch, wie kommt das? Eigentlich ist so angegeben 15, 16. Naja, das eine ist, dass ich sehr viel Autobahn fahre. Das heißt, ich habe auch wirklich einen effektiven Verbrauch von wahrscheinlich, je nachdem wie kalt es ist, 20, 21 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Aber hier ist auch noch berücksichtigt, dass eben Ladung verloren geht, auch schon beim Laden gar nicht in Kilometer umgesetzt wird. Und das ist dann tatsächlich der Nettoverbrauch auf 100 Kilometer, 23,78 Kilowattstunden. Ich habe irgendwann angefangen, wirklich nicht mehr schneller als 140 oder 150 zu fahren, weil darüber tut es dann wirklich weh und geht schnell die Batterie leer. Aber das habe ich schon häufiger mal gemacht. Davon habe ich ungefähr 5.177 Kilowattstunden an Superchargern und DC-Schnellladesäulen geladen. Also das meiste waren Supercharger, ein paar waren von Lidl umsonst laden. Aber ich würde mal sagen, wir können die einfach mal mit den 35 Cent ansetzen, die ich gezahlt hätte, wenn ich nicht über die Referral-Codes durch euch eben alles umsonst bekommen hätte. Das sind 1.811 Euro, die ich euch verdanke, dass ich sie nicht habe ausgeben müssen. Von meinen Ladungen an den AC-Ladern war nur der geringste Teil an öffentlichen Ladesäulen. Ich habe das nicht im Einzelnen aufgeschrieben. Das müssen ungefähr 680 Kilowattstunden gewesen sein. Ich sage jetzt mal, ungefähr 300 Euro hat das gekostet. Dann 2.127 Kilowattstunden an der heimischen Wallbox. Davon 38% Eigenstromanteil. Das heißt, ich habe ungefähr 1.318 Kilowattstunden gekauft. Mal 30 Cent Strompreis sind 395 Euro. Und 808 Kilowatt Eigenstromverbrauch, die ich mal mit 11 Cent, das ist so der Mittelpreis meiner sonstigen Einspeisevergütung, ansetze. Das wären dann 89 Euro. Das heißt, ich hätte, wenn ich die Supercharger selber hätte bezahlen müssen, ungefähr 2.600 Euro für diese 33.600 Kilometer bezahlen müssen und komme damit auf einen Preis von ungefähr 7,73 Euro auf 100 Kilometer. Da wird der ein oder andere Dieselfahrer sagen, das kriege ich billiger hin. Das ist wahrscheinlich so. Letztendlich hat sich's für mich natürlich bewährt, weil ich habe effektiv von diesen Kosten die ganzen Supercharger-Kosten nicht gehabt und habe eben über die PV-Anlage den Eigenstrom laden können. Und das soll sich in Zukunft auch wieder erhöhen, da ich wieder viel zu Hause sein kann und auch mit einer neuen Wallbox demnächst noch besseres Überschussladen hinbekommen werde. Ja, und noch ein paar Fragen von euch möchte ich gerne beantworten. Zum Beispiel fragt Kaspar Nico, hört das anfängliche aufgrund Lust und Laune extreme Beschleunigen auf oder macht es noch Spaß wie am Anfang? Sehr gute Frage. Also die Beschleunigung macht Spaß und man kann sie immer noch, wenn man jemanden Neuen einsteigen lässt, immer mal wieder ausprobieren und dieses überraschende Gefühl erzeugen. Das macht natürlich immer noch Spaß. Ansonsten freue ich mich immer, wenn ich einen Lastwagen schnell überholen muss oder in den fließenden Verkehr schnell rein möchte. Natürlich auch heute noch darüber, dass diese Beschleunigung so gut funktioniert, auch mit nur einem Motor übrigens. Jeremy246 fragt, ist das Model 3 jemals abgestürzt? Also ich glaube, dass es zwei, dreimal einen schwarzen Bildschirm gab während der Fahrt, war aber normalerweise, glaube ich, einfach dadurch zu beheben, dass man neu gestartet hat, das Display, beide Knöpfe drücken und ich glaube noch die Bremse und dann lädt das nochmal neu hoch und dann hat es eigentlich immer wieder funktioniert. Weitere Probleme gab es in dieser Hinsicht. Oskar? Okay. Also Oskar sagt gerade, in der 30er-Zone sei mal mitten in der Fahrt das Display am Wackeln gewesen und aber er hätte es neu gestartet und hat wieder funktioniert. Ist mir noch nie passiert in 60.000 Kilometern. Simon J. Petrat fragt, bietet Tesla dir einen Tausch aufs neue Model 3? Würdest du das machen? Prämie abgreifen. Ja, das stimmt natürlich. Wir haben heute eine höhere Prämie als damals. Würde ich das machen? Also es gibt ein paar Features. Ich habe ja ein Video mal gemacht darüber, über das neue Model 3 und das alte Model 3. Und es gibt ein paar Sachen, die fände ich ganz schick, muss ich sagen. Also zum Beispiel auch, dass man den Kofferraum schließen kann durch Knopfdruck. Ich bin mir nicht so ganz sicher.
mir haben einige von euch auch, die dieses neue Model 3 haben, mit Schwierigkeiten mit der Batterie berichtet, die nicht richtig geladen hat oder schnell leer war. Keine Ahnung, also da würde ich noch ein bisschen abwarten, ob sich das bestätigt oder ob das Montagsmodelle waren. Ansonsten von den Features her, ja, ich würde auch ein neues fahren, glaube ich. Also da hätte ich nichts dagegen. Da sind auch einige Verbesserungen geschehen. Chris7634 fragt, was stört am meisten? Was würdest du verbessern? Ich finde immer noch, dass diese Navigation nicht optimal ist. Also dass man, wenn man einen Weg sucht, nicht flexibel sagen kann, ich möchte am Schluss mit 30% ankommen oder ich möchte nicht hier laden und nicht nur einmal laden, sondern ich möchte dreimal laden und zwar hier, hier, hier. Das lässt sich eigentlich nicht groß machen. Da muss man immer einen Better Route Planner für bemühen. Das Zweite, was mich stört, aber das ist halt ein Model 3, ist die Hutablage hinten, die verhindert, dass man größere Sachen reinschieben kann. Da müsste ich mir dann ein Model Y holen, um das verbessern zu können. Ja, und nachdem wir mit dem ID3, ID4 gefahren sind, könnte man sich vorstellen, dass ein Model 3 auch ein Head-Up-Display hat. Also ein richtiges, wenn man das nachträglich hinzufügen würde oder wenn es das umsonst gäbe, dann würde ich das wahrscheinlich nehmen. Ansonsten muss ich sagen, ich bin ziemlich zufrieden. Paul Siebert fragt, sind noch andere Verarbeitungsmängel aufgefallen? Ich habe ja ganz am Anfang zwei, drei Sachen gehabt und muss sagen, die sind auch geblieben. Es gibt vorne so eine Stelle, wo die Verkleidung nicht richtig befestigt ist. Und es gibt an den Türgummis Nasen, die sich auch nicht wie versprochen komplett gerade gezogen haben. Ansonsten, nö, also das, was am Anfang war, ist geblieben. Mehr ist nicht dazugekommen. Ja, eine Sache, die ziemlich viele von euch interessiert, schreibt Alex27.09. Wird die Batterie schwächer und bringt sie noch die gleiche Leistung wie am Anfang? Oder von Wildit, wie viel Leistung hat der Akku noch verglichen zum Kaufzeitpunkt? Dafür gibt es ja in der Tronity App ein ganz gutes Feature und das habe ich euch hier mal auf dieser Grafik eingeblendet. Das schwankt natürlich. Liegt auch an der Art, wie Tronity das berechnet. Aber wir haben eine Degradation von 4-5%. Ich glaube, das ist im normalen Bereich und nicht weiter beängstigend. Ich habe mir auch sagen lassen, dass am Anfang die Degradation schneller vonstatten geht und dann ab einem bestimmten Punkt bleibt. Aber das bleibt abzuwarten. Also das ist der aktuelle Stand, den ihr hier seht. Das ist überhaupt eine coole App. Ihr seht hier auch die Gesamtkilometerleistung, wie viel ich DC und AC geladen habe, wie viele ich Verluste hatte beim Parken und im Ruhezustand. Und das ist vielleicht noch ganz interessant auch für die Frage von Kasti Rasti. Mich würde mal der reale Kilowattstundenverbrauch interessieren auf 100 Kilometer und nicht die Werksangaben. Genau, ich kann euch da verschiedene Zahlen anbieten. Zum Beispiel seht ihr hier in der Tronity App den durchschnittlichen Verbrauch aus der Fahrleistung. Man kann aber auch, wie ich es vorhin gemacht habe, einen durchschnittlichen Verbrauch aus der Gesamtladung durch die Kilometer errechnen. Der ist dann höher, weil wir eben auch beim Parken, beim Ruhen und beim Laden Energie verbrauchen, die zusätzlich aufgewendet werden muss. Oder damit ihr so eine Hausnummer habt, der Oskar hat mich jetzt gerade von Köln nach Konstanz gefahren und ich blende euch das jetzt vielleicht nochmal hier ein. Der ist ziemlich flott gefahren, der ist auch flotter gefahren, als ich das normalerweise machen würde und wir sind ungefähr jetzt hier bei normalen Temperaturen um die 12, 13, 14 Grad sind wir jetzt hier so mit 20, 21 Kilowattstunden auf 100 rausgekommen bei dieser langen Autobahnfahrt mit, wo es ging, ordentlichem Tempo. Und die Frage, die natürlich immer kommt und die alle interessiert, von Felix Photography hier gestellt. Wie zufrieden bist du? Würdest du die Entscheidung genau so noch einmal tätigen? Ich bin sehr zufrieden. Ich würde tatsächlich wieder ein Model 3 kaufen. Und ja, ich freue mich sehr, dass ich das damals gemacht habe und das so entschieden habe. Natürlich hat es mir auch viel Glück oder ja sogar Bekanntheit oder Erfolg mit dem YouTube-Kanal beschert. Dafür bin ich natürlich auch sehr dankbar und auch für die vielen netten Begegnungen, die ich immer sehr regelmäßig an den Superchargern habe und viele interessante neue Informationen, die ich in den letzten 2 Jahren lernen durfte zum Thema Mobilitätswende und Nachhaltigkeit. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Rückblick auf 60.000 Kilometer mit dem Model 3 gefallen. Lasst mir unbedingt ein Abo da, liked dieses Video und kommentiert unten, was das Zeug hält. Da freue ich mich drüber. Ich lese das auch alles und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, euer dieser Dan.